Hey. Vor vielen hunderten Jahren lebte hier im Wald ein Hirsch mit einem goldenen Geweih. Diesem Hirsch verdankte der Ort Wohlstand und Glück. Und darum nannte man diesen Ort Hirschen.
Leute, die Fabrik wird für immer geschlossen bleiben. Und der Schlotterer hat sich aus dem Staub gemacht. Und was machen wir jetzt? Kriegen wir keine Hilfe vom Staat? Der kommt gleich. Wir müssen wegziehen von da. Stimmt. Ich kann euch ja nichts vormachen. Wünsche euch alles Gute. Wie bitte? Hey. Ein Berghotel. Auf Wiedersehen. Und immer fährt er zu schnell. Schau, wie es rinnen tut. Aber schau, schau, wie es gießt, wie es gießt. Aber schau, schau, wie es Wasser vom Dach oberschießt. Aber schau, schau, wie es Wasser vom Dach oberschießt. Und? Was ist mit euch? Wir bleiben! Nein. Es ist doch nicht so schlecht bei uns. Es kommt nur darauf an, was wir draus machen. Du musst zum Rot in die Werkstatt. Deine Reifen sind nicht in Ordnung. Was? Ja, du musst. Meine Reifen? Die sind nicht in Ordnung. Ach. Also, der bitte. Bitte. Lang sein, wie Hulastau. Weiß sein, die Blühe. Aber schien sein, die schwarzen Augen. Aber drei Seins folgt mir. Aber schien sein, die schwarzen Augen. Aber drei Seins folgt mir. Probierst du's heut einmal? Du wärst so ein würdiger Nachfolger.
Na. Gib uns ein Zeichen, sodass wir dir folgen können. Und führe uns aus dieser Dunkelheit heraus. Wir bitten dich, erhöre uns. Susi, was wird mit dem Pfarrer? Die Leiche kann nicht warten. Ja. Begraben wir ihn einfach. Er behaltet dann die Grabrede. Ja, du magst das. Ich nicht. Ich ganz sicher nicht. Nein. Keine Frage. Ich halte keine Grabrede. Kommt überhaupt bei dem Frage. Ja, kommt schon. Ich auch. Wenn du der Bürgermeister bist, das ist deine Aufgabe. Nein, kein Thema. Ist schon alles eine Mal. Ja. Du kannst gut mit den Hirschen reden. Du machst ja jedem recht. Ich mach das nicht. Ich sag's zum allerletzten Mal, ich kann nicht. Du machst's. Ja. Und damit basta. Ich kann jetzt nicht und ich mach das nicht. Du kannst und du machst es. Nein. Nein. Und noch einmal, nein. Du machst es. Basta. Thank you.
Asche zu Asche und Staub zu Staub. Und fahr jetzt wenigstens langsamer, ja? Ruhe in Frieden. Amen. Was hat der Herrgott noch für Überraschungen für uns? Vielleicht da mal ein Wunder. Sicher zu schnell gefahren. Der schaut aus wie Gandhi. Wie heißen Sie? Bin ich tot? Nein, noch nicht. Was ist passiert? Heinrich, was ist passiert? Wo kommt der Hirsch her? Wurde gestern Nacht überfahren. Oh mein Gott! Dem Fahrer ist nichts passiert. Ja, aber dem Hirsch? Dem Hirsch! Wollen Sie was essen? Oder wollen Sie was trinken? Ich zeige Ihnen einmal die Zimmer. Frühstück, Herr Gandhi. Frühstück? Ich was?
Auto. Auto? Auto. Das Auto ist beim Mechaniker. Mechaniker. Ich bring sie dann gleich zum Doktor. 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 Wie lange? 2 Tage. 4. 4 Tage. Ja. 4 Tage. Unterschreiben. Unterschreiben? Ja. Hier? Mhm. Gibt's außer der Heiligen Rosen was anderes? Ja, Hirsch. Hirsch? Komm zur Fahrt. Hoppala, der Papa. Rosi. Ja. Oh Gott. Hallo. Hallo. Lebt er noch? Ich glaub nicht. Ich was? Ist euch gestern nichts aufgefallen? Ein Hirsch ist vors Auto gesprungen.
Hirsch ist vors Auto gesprungen. Ein Hirsch ist vors Auto gesprungen. Ja, muss es bei diesem einen bleiben? Und jetzt werden sie langsamer. Genau da. Verstärken die Büsche mit Strohballen. Und wie willst du den Hirsch dazu bringen? Und was ist, wenn ich der Hirsch bin? Du tust es. Für Hirschen tat es. Das aber echt ausschaut, braucht's zwar. Na gut, dann mach ich mies. Super. Super. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
6, 7, 8, 9, 10. Das ist der Nachbarort. Da soll ich meine Messung vornehmen. Was denn für Messungen? Ich bin vom Umweltforschungsinstitut. Ach so? Wir testen und bauen moderne Erdwärmekraftwerke. Atomkraftwerke? Erdwärmekraftwerke. Ach so? Mhm. Trinken. Gutes Mittel. Na, wie geht's an unserem Schläfer?
ist ein Umweltpolizist. Was? Ja. Verdammt! Okay, das ist ein Forscher, Richard, und kein Umweltpolizist. Ah, deshalb die Geräte. Ja, aber der durchschaut uns doch. Weißt du was? Wir verwischen nachher einfach unsere Spuren und passt da damit. Und wie wäre man dann auch wieder los? Zuerst wird er natürlich gesund gemästet. Super, die Susi wird sich freuen. Los! Lieben! Sag, hast du eigentlich kein Zuhause? Bist du obdachlos, was? Du hast ja sogar keine Adresse, hast du E-Mail? Das ist ja gar nichts, nicht? Man weiß nicht, wo du bist, wo man dich treffen kann, nicht? Stopp! Das ist schon schön, nicht? Aber irgendwie aus der Boutique zieh's aus. Sag jetzt nichts. Soll ich da jetzt hin? Nein! Wir müssen doch irgendwas tun! Ja, bloß nicht! Abwarten! Im Wirtshaus? Ja, genau. Sag jetzt nichts. Alles wird gut. Aber das ist, wenn einer von denen ohnmächtig wird oder verblutet, das wäre ja... Was soll jetzt ihn friedlich holen? Warte, was ist, wenn einer von denen Heinrich erkannt hat? Oh, Heinrich, was hast du getan? Richard! Sie müssen noch im Bett bleiben! Ich wollte nur was trinken. Nein!
Ich schwöre dir, ich wollte das Brötchen nicht essen. Brötchen? Apropos Brötchen. Gibt es in diesem Kaff irgendetwas zu essen? Hermann, du bist zu mir gekommen. Ja? Das Dorf, das Kaff heißt Hirschen. Und ich nehme die Einladung an. Gut. Eure Männer, um das mal deutlich zu sagen, brüten auch schon, aber alleine. Mhm. Ohne uns. Alleine. Oh, ja. Das ist ja wieder typisch. Interessant. Ja. Das ist interessant. Ja. Ein Tag. Also morgen oder übermorgen? Beide? Ja, ja. Übermorgen. Gut, dann brauche ich noch bitte da eine Unterschrift. Wo? Am besten wäre da. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wir haben einen Politiker, ja. Der ist fürs Land zuständig und der will nicht, dass Hirschen, oder haben wir zumindest das Gefühl, dass das weiter besteht. Jetzt macht der alles gegen uns. Wie ja, der will das Projekt sterben lassen, also der genau so ist. Hat kein Interesse daran. Ich weiß nicht, ob der mit anderen zusammenarbeitet, aber er hat null Interesse, null. Ja, aber was macht man denn mit dem? Eben, und wenn der alles kaputt macht, dann was machen wir? Der wird am liebsten die ganze Ortschaft zerstören. Wie viel Macht hat er? Viel. Der hat viel Macht.
Wenn ihr die Macht haben wollt, dann müsst ihr machen. Machen. Bio-Salami oder Bio-Schinken, Bio-Käse, Bio-Wurst. Bio. Was ist das? Das da? Ja. Das ist ein Prager Schinken. Wie? Wie viel? Alles. Alles? Ja. Yeah. Was ist das? Das da? Ja. Das ist eine Mortadella. 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 Wie? Wie viel? Alles. Die ganze? Ja. Yeah. Bitte. Was ist das? Das da? Ja. Yeah. Das ist eine gute Idee. Geringfettwurst. Extra eine sehr gute Fett. Idee. Geringfett? Ja, wenig Fett. Da ist nicht so viel Fett drin. Mhm. Ich nehme das andere. Abel, Adam. Dann, das ist ein Farmerschinken. Farmerschinken? Ja. Will ich haben? Den ganzen. Den ganzen, ja. Bitte schön. So. Noch was? Bezahlen? Von, ich komme von. Ah. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab ab heute nur mehr einen kalten Kaffee. Macht mir nix. Bitte. Eine Bulette. Bitte.
Ich hab mit dem E-Werk gesprochen. Die wollen definitiv in 2 Wochen den Strom abstellen. Warum? Es wird alles bezahlt. Aber es rechnet sich nicht mehr. Das werden wir schon noch sehen. Herr Sonnenweber, Hirsch ist am Ende? Nein, ist es nicht. Wir hören uns noch. Sieh uns an. Eine Salami, wofür? Proviant für die Reise. Ah. Danke. Verdammte Scheiße! Ihr seid alle so nett zu mir gewesen. Danke. Danke. Friedrich. Wollt ihr? Wenn ihr wollt, dann geht, wie die anderen, die sich alle aus dem Staub gemacht haben. Wenn ihr nichts tut, dann kann auch Gott eurem Leid kein Ende setzen.
Gratuliere. Und wenn soll es jetzt weitergehen? Gandhi ist dein Problem. Ein Problem? Deins oder unseres? Unseres. Er könnte dahinter kommen. Na gut. Ich werde mich darum kümmern. Was ist denn? Gandhi. Hä? Na, lenk ihn halt ein bisschen ab. Ja, wie denn? Na, dir wird schon was hinfallen. Ja, gut. Na toll, Heide. Das hast du wieder mal super gemacht. Irgendetwas müssen wir unternehmen. Also da, wenn man da hochschaut, da hat man dann die Berge mit dem Schnee. Und da, oh, da oben ist der Lerchenwald. Nein, da oben. Ah. Genau, und da gehen wir jetzt weiter. Ja. Da hoch. Papa, ich muss jetzt aber weg. Na, du kommst jetzt nicht weg. Papa, ich muss einfach mal weg. Du kommst auf keinen Fall weg. Und schon hole ich da eine. Ich habe ein Feuer mit Stefan.
Susi. Holst du bitte die Salamis von der Schlachtbank? Was ist denn da draußen los? Die hatten einen Unfall. Und wenn du meiner Susi den Kopf verdrehst, gibt's bald noch einen Unfall. Wer ist das so in Indien? Warm. Warmes Wasser, Palmen. Also, aber warmes Wasser, das haben wir hier auch. Und das kommt direkt aus dem Boden. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Aber okay. Das kriegen wir schon hin. Die Susi schaut den Gandhi ganz anders tun. So wie du deine Bediener angeschaut hast, gell? Nachher wird sie wohl bald gehen. Na ja. Zimmerservice. Ich messe die Bodenwerte und vergleiche sie mit Klauen. Mhm. Warum baut sie eigentlich das Institut nicht da? Ich wusste nicht, dass das hier existiert. Und die Bodenwerte hier sind viel, viel besser. Das musst du mal deinem Chef sagen. Ja. Da hast du meinen Lieblingsplatz ausgesucht da. Ist schön hier. Mhm. Bin oft hier. Okay, ich störe dich nicht weiter. Schönen Tag noch. Tschüss.
Es gibt einfach zu viel Wild hier. Verbotsschilder aufstellen und einen Zaun. Jawohl. Und wann kommt der Zaun? Die Genehmigung dafür dauert mindestens 6 Monate, Herr Bürgermeister. Und bis dahin reichen die Schilder. Jawohl. Und woher nehme ich die Schilder? Es ist einfach zu viel Wild dort. Ihr Hirschen wird langsam eine Gefahr fürs ganze Land. Wir bräuchten Schilder und einen Zaun. Ja, wäre es nicht billiger, die letzten Einwohner auszusiedeln, als zigtausende in Schilder und Zäune zu investieren? Jawohl. Aber die Genehmigung dafür dauert mindestens 6 Monate. Und bis dahin reichen doch die Schilder. Jawohl, jawohl. Keine schlechte Idee. Ich werde mich um die Zäune und die Schilder kümmern. Ja, und? Und unter Felsen? Ja, und wo sollen die Strohballen hin? Das sind keine Büsche. Das geht schon. Einfach zu gefährlich. Ja, wo denn sonst? Wenn ihr es hier macht, dann steige ich aus. Verdammt, da geht es um unsere Existenz. Wegen unserer Existenz zahlen andere mit ihrer Gesundheit. Und? Was machen wir dann? Ja, solange euch nichts einfällt, machen wir noch weiter. Und damit basta. Ja.
Über zwei Stunden die Leute, ich hol Hilfe. Friedrich! 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 Herr Dr. Specht. Herr Gandingi, Sie hier? Ins Haus. Ich verstehe die Hirsche nicht. Vielleicht ein Lockruf des Alpha-Tieres. Den habe ich gehört. Ach. Ja. Könnte sein. Ich schaue mir morgen die Stelle nochmal an. Ja, gut. Würde ich auch machen. Lass nur! Die sollen sich hier nur umsehen. Oh je, das Hirschkostüm. Lustig. Hier, Herr Krück. Schönen Tag. Ich würde mal in Hirschen vorbeischauen. Da läuft meines Erachtens manches nicht mit rechten Dingen zu. €5 I have a big €5 one. Thank you, big. Ah, please, give me the knädel. The knädel. Yeah, we thought €10 €10 Yeah, I think €5
Bye. Take the rest. How can I help you? Haben Sie eine Verkaufslizenz? Brauchen wir eine Lizenz für Kochen? Ja, natürlich brauchen Sie eine Lizenz. Eine Lizenz für Kochen? Na, logisch. Aber wir kochen für eine gute Sache. Wir kochen für Wohltätigkeit. Für welchen Zweck? Wir kochen für unsere Kirche. Bravo! Die Kirche! Halleluja! Unterstützen! Hans Lustig, das ist Sandra Ernst, meine Assistentin. Grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Wir sind von der Rückrück Versicherungs AG und wir haben heute schon wieder neue Meldungen bekommen über Unfälle. Wissen Sie was dazu? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Vielleicht ein Bier? Ich suche zwei Personen, Rudi Schumacher, Automechaniker, und Dr. Richard Obermoser, den Dorfarzt. Ja, sicher. Ich bringe sie gleich zu Ihnen. Rudi, die Dame und der Herr sind von der Rückrückversicherungsgesellschaft. Von der Rückrück? Was kann ich für Sie tun? Habe ich irgendwelche Papiere falsch ausgefüllt? Das Problem ist nicht, dass Sie Papiere falsch ausgefüllt haben. Es sind viel zu viele Papiere bei uns angekommen. Was grinsen Sie so, Herr Schumacher? Jetzt hören Sie mal zu. Ich arbeite billig, schnell und nachts. Also Ihre Arbeitgeber sollten froh darüber sein. Können Sie sich vorstellen, dass die Kunden diese Unfälle eventuell absichtlich verursacht haben? Also ich kenne Ihre Versicherungsnehmer nicht. Aber für mich schaut es nach einem ganz normalen Wildschaden aus, falls Sie das meinen. Ja, könnte es nicht sein, dass das Wild absichtlich auf die Straße gelegt worden ist und die drüber gefahren sind? Welcher gottlose Unmensch würde denn so etwas machen? Aber es könnte sein. Vier Personen können bezeugen, dass an dieser Stelle Hirsche herumgelaufen sind. Mit dem Zaun haben wir das Problem sowieso gelöst. Ja, genau. Bauen wir doch kleinen Hochspannungszaun, hä? Gesetze, Verwaltung und Bestimmungen, unser armes Land. Machen Sie Ihren Job und ich mach meinen. Unser armes Land. Wir müssen für das Ganze aufkommen. Wir bezahlen den Schaden. Hey, das tut mir ja wirklich sehr leid. Aber wer mit dem Risiko Geld macht, kann auch dann die Zeche zahlen. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Wiedersehen. Eine Sekunde später, mein Auge wäre weg, weg, weg wär's. Gut. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir brauchen Sie jetzt nicht, das machen wir jetzt alleine. Gut. Sie wissen ja, wo Sie mich finden, wenn Sie mich brauchen. Ja, in Ordnung. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott, Herr Doktor. Grüß Gott. Wir sind von der Rückrück-Versicherungs AG. Ja. Was kann ich für Sie tun? Es gibt hier im Ort eine große Zahl von nicht erklärbaren Unfällen. Geht das alles mit rechten Dingen zu?
wir lassen uns nicht verarschen. Verbrecher gehören ins Gefängnis. Ins Gefängnis, verstehen Sie mich? Ich habe damit nichts zu tun. Na klar, Sie haben ja die weiße Weste. Sie sind ja der Gute. Sie haben ja von allem nichts mitbekommen. Sie gehen jeden Sonntag in die Kirche. Sie sind ein frommer Mensch, ein guter Mensch. Ich dachte schon einen Moment lang, Sie stecken mit dem allen unter einer Decke. Herr Doktor, auf Wiedersehen. Richard? Richard, ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles in Ordnung. Richard! Und was macht der Papa? Salamis. Die wollen das neue Institut jetzt doch da in Hirschen bauen. Das ist doch super! Was ist euch da eingefallen? Ihr gehört schon eingesperrt. Alle miteinander. Der Zaun ist sowieso unser Haus. Aber das Institut, das war ja was. Ja, das stimmt. Genau. Das Institut ist unsere letzte Rettung. Und der Dr. Specht will die Sponsoren zu uns hier einladen, damit sie sich endlich einmal für uns interessieren. Richard, es tut mir leid. Na, dann schaut's dazu, dass das Institut nach Hirschen kommt. Und ihr drei helft's mit. Wenn nicht, dann gnaut euch Gott. Basta. Ich hab das Wort des Ministerpräsidenten. Oh, ja. Das hältst
sich einer brutal durch? Ein brutal ist brutal. Also sehen Sie doch, wie wichtig das Projekt gerade hier für Hirschen ist, rein wirtschaftlich. Jawohl! Ja. Ihr Besuch in Klaren sollte lediglich das Unternehmen krönen. Stattdessen führen Sie unsere Sponsoren in ein anderes Dorf. Nein, auf besseres! Wir sind Beste! Verstehen Sie nicht? Es ist beschlossene Sache. Was ist doch beschlossene Sache? Ich als Bürgermeister bin überhaupt nie informiert worden über das ganze Projekt. Damit das ein für alle Mal klar ist. Der billigste Anbieter zum Bau des Instituts ist bestellt. Der billigste? Die Baukolonne kommt übermorgen und der Bau beginnt am Montag in Klauen. Ja, das gibt's. Wir wollen das haben. Noch welche Fragen? Schönen Tag noch. Der Mantel. Wir haben alles versucht. Es tut mir leid. Könnt ihr mit dem Leben anderer Leute so spielen? Was ist uns denn anders übrig geblieben? Fährst du jetzt? Ja. Du hast es gut. Du kannst wieder fahren. Aber wir leben da. Wir müssen mal bleiben. Mach's gut. Der Sommer ist draußen, jetzt muss ich aber ins Tal. Für die gute, schöne Alma. Für die Gottausendmal. Schön staut ich schon, wohn ja kein Vogel singt mehr, ja. Und es weht schon der Schneewind vom Wettersturm her, ja. Und es war schon der Wind vom Wettersturm her. Na, Papa. Spazieren.
passieren? Guten Morgen. Oh. Guten Morgen. Ihre Leute sind schon nach Klauen gefahren. Ja, zu diesem Politiker. Kann man mit so einem Institut überhaupt Geld verdienen? Es kommt drauf an. Es hilft auf jeden Fall der Natur und den Hirschen. Ich meine, den Hirschnern. Lieben Sie meine Tochter? Ja, aber wie soll es gehen? Wenn beide wollen, geht alles, hat schon immer meine Frau gesagt. Danke für alles.
Heißt das Dorf hier Klang? Wie Lastwagen klauen. Klauen. Klauen bei Hirschen. Klauen einen Hirschen. Wo ist hier die Baustelle? Ich habe die Baupläne. Ich zeig Ihnen den Weg. Okay. Herr Dr. Krück, Ihre Bauarbeiter sind bereits bei uns im Dorf. Und beginne mit Ihrer Arbeit. Ich weiß auch nicht warum. Jürgen der Witzbold hat die Ortsschilder abmontiert. Es ist besser, Sie kommen sofort. Nein, das ist es nicht wert.
erste Lieb, die kommt vom Himmel, o Baruch Hayo. Sonst kann ja ich mein Dirndl nicht so gern wohnen. Und wenn ich lieb, ja nicht vom Himmel überrufen kann, dann bleibe die ja heut und alle Nacht allein. Und wenn ich lieb, ja nicht vom Himmel überrufen kann, dann bleibe die ja heut und alle Nacht allein. Dann sagst du mir das. Doktor. Doktor. My phone is dead. Not dead? Who? Dead who? We can put some straw behind the bushes. And what about it here? Time is so long. You cannot play with the lives of other people. Verkehr und nochmal diesen Satz. You cannot people with the lives of other people. Wie geht's jetzt dein Zwaschis? Big party tonight. I don't know. I wasn't here. Ich werde das von Darmsmöglichste versuchen. Quatsch. Sausage. Ja, ich bin ich. Sausage. Es gibt's aber nicht. Sausage. Machen Sie Ihre Reparaturen. Schicken Sie uns die Aufträge und lassen Sie mich in Ruhe. What about our holiday? No chance, I have too much work to do. Ja, danke. Was? You too be. A good replacement for me. Und nochmal. Das war super. Und nochmal. You would be
A good replacement for me. Thank you.
Nochmal. Anbenibel!